herzlich willkommen bei der nächsten Folge, wo wir immer noch Eisenbarren suchen. Ich auch. So. Gut, wir gehen wieder hoch. Wir brauchen weiterhin Eisenbarren. Eigentlich hätten wir hier Dagobert mitnehmen müssen, dann wären wir wahrscheinlich schon längst fertig, ne? Du musst mir mal vorstellen. Auch wenn ich selten andere Streams gucke. So. Ich bin gerade zu lost. Wo ist der Höhleneingang? Ah! Du bist schon süß. Dankeschön. So. Ich brauche Silber. Ursula, gib mir Silber. Welches Level ist Ursula eigentlich? Wahrscheinlich gleich schon weiter als Dagobert Duck. Ah, ein Silber. Wir brauchen aber 5 Silber für einen Silberbarren. Das heißt, wir brauchen noch 10 Silber. Warte. Ja, Eisen, sorry. Ich brauche noch 10 Eisenerze. Das ist doch das Gleiche. Sagt diejenige, die nach Silberschmuck sucht und ich nach Eis. Oh, ja, ja. Warte, warte. Fuck, ich häng. Sorry. Ah! Die Ansicht hier ist etwas bescheiden. Oh no. Ich hoffe, ich habe alles gefangen. Hi, Piper. So. Komm schon, ganz viel Eisenerz. So. Mein Charakter müsste doch eigentlich schon voll die Muckis haben. Mich schon wieder verlaufen. Wieso laufe ich eigentlich immer diesen extra Bogen? Irgendwann werde ich es noch herausfinden. So. Für einen Schrittzähler. Ja, ich glaube, in-game gibt es keinen Schrittzähler. Ah, das wäre eigentlich mal eine Idee. Immer wenn mein Charakter läuft, muss ich hier so ein Ding. Runterlegen, so ein, dass ich das mitlaufen muss, was mein Charakter läuft. Wie heißt denn das Ding, wo man im Stehen laufen kann? Ja, ein Laufband. Dankeschön für deinen Look. So, jetzt sind wir wieder eine Runde gelaufen. Ey, Leute. War ich schon mal hier oben? Wenn das Wasser blockiert ist, bitte lesen. Diese Nachtdornen werden immer schlimmer, aber mach dir keine Sorgen. Ich weiß, wie man sie aufhalten kann. Ich habe etwas in meinem Rootbeer auf sie verschüttet und sie sind ein wenig geschrumpft. Wenn wir mehr Rootbeer brauen könnten und einige dieser Bonbons verwenden würden, um es zum Schäumen zu bringen.
Dann werden wir sie bestimmt alle los. Ich habe alle Zutaten in diese Truhe gelassen. Ich hoffe nur, dass alles in dieses Fass bekomme, bevor mich das Vergessen erwischt. Oh no! Das heißt... Warum habe ich das vorher eigentlich noch nie gesehen? Das heißt, ich muss hier Rotbier und das Bonbon... Oder hä? Rotbier und Bonbons. Ich habe die Zutaten in der Truhe im Lager gelassen. In welchem Lager? Mhm. Muss ich auch gerade denken. Warum habe ich das eigentlich vorher? Oh. Wait a minute, warum hat mir das so wenig gegeben? Was habe ich vorhin gekocht? Das hat mir so viel mehr gegeben. Ich habe keine Ahnung. Ich komme hier auch irgendwie nicht runter. Wahrscheinlich wegen den... Habe ich noch irgendwas zum Essen eigentlich? Lass uns Oregano essen. Oh ja, das ist alles drin. Ching, ching. Okay, wir brauchen Wut, Bier und... In welches Lager? Also die Bonbons habe ich, ja, aber Blutbier? Wo habe ich das Blutbier? Habe ich das auch? Ah, tatsächlich entdeckt man immer wieder was Neues. So, gucken wir mal. Warum der Adler? Da ist das prickelnde Bonbon und Wutbier. Oh, ich habe nur 7 Eisen, ey. Das heißt, wir müssen noch mal eine Runde laufen. Ich schicke Geier in. Wie weiß der Geier? Ach so. Keine Ahnung. Nachtdornen sind am schlimmsten. Hab ich hier noch Bier? Das Bonbon habe ich oben, aber ich habe kein Bier, ne? So. Ja. Perfekt, Leute. Wir haben es fertig. Eine Eule. Hm. Okay, sprich mit Goofy, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt. Ja. Okay, wir sprechen jetzt mit Goofy. Root beer.
Ja, das wollen wir dann auch gleich noch irgendwann machen, wenn ich es nicht wieder vergesse. Aber erstmal sprechen wir mit Goofy. Und danach kommt das Schuhbier. So, wo haben wir denn Goofy? Goofy. Gucken gerade mal. Karte, wo er ist. Goofy ist da unten. Können wir nicht, da unten haben wir doch auch. Ach so, nee, da kommen wir nicht. Kommen wir da irgendwie hin? Dann laufen wir halt einmal runter. Dann sammeln auch währenddessen Sachen. Gut für Ursula, AK, Vanessa. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Echt? Cool. Hey, sieht aus, als hättest du jetzt alles. Jetzt können wir das Reparaturset an einer Werkbank herstellen. Wir sehen uns. Stelle Flo's Reparaturset auf einer Werkbank her. So, wo haben wir denn das Flo's Reparaturset? Hier. Na dann. So, wir haben das Floß-Reparaturset erstellt. Toll, jetzt können wir das Floß reparieren. Geh voran zum schillernden Strand. Meinetwegen. Repariere das Floß in der Nähe vom Schädelfelsen am schillernden Strand. Der war doch da hinten, ne? Mal schön noch alles aufheben, sammeln. Was ist denn nochmal dieser Spaß, der Totenkopfschilde? Achso. Wir haben Mais. Juhu, wir haben es diesmal geschafft. Und es gibt noch mehr Geld. Perfekt. Wir haben wildes Osterei von den Dreamlab-Pflichten erfolgreich geholt. So, dann würde ich sagen, reparieren wir doch mal dieses geheimnisvolle Floß. Hallo, Kumpel. So. Hey, Goofy. Nein, nicht wegrennen. Goofy, warum rennst du weg? Junge, bleibst du stehen? Navigate. Wow, du hast es geschafft, Flubbelei. Das Floß sieht so gut aus wie neu. Jetzt musst du nur noch auf den Floß gehen und in die See stechen. Ich hoffe, du findest da draußen einen neuen Freund. Sei aber vorsichtig. Ich will nicht, dass du auf einer der einsamen Insel Schiffbruch erleidest.
Ich freue mich darauf, auf das Floß zu gehen. Wow. Weil du ein wahrer Abenteurer bist. Nimm einfach das Floß und finde heraus, wer da draußen Schiffbruch erlitten hat. Wir sehen uns später, Floffel. Brauchst du etwas erfahren? Dann komm einfach zu mir. Perfekt. So. Ah, jetzt, wo ich das sehe, muss ich es irgendwie schon machen. Oh, und Killer ist Level 8. Juhu, Level 7. Ka-ching. Nein? So. Okay, hey, übernimm dich nicht. Wir sind für dich da. So, jetzt brauchen wir aber auch. Noch. So, einmal verkaufen, nämlich das da, das da, das da, das da, gibt 2000, obwohl, warte mal, wir haben noch was vergessen, das da und das da können wir auch noch verkaufen. Und dann hätten wir einmal gerne 25 mal Tomaten. Ka-ching. So, das war's. Ich meine wegen. So, da können wir noch was. So. Dann pflanzen wir hier mal Tomaten. Super, baue 5 Gemüse an, haben wir auch erledigt. So, dann können wir gleich mit dem Floß rübergehen. Aber wir müssen erst noch gießen. Gut, dann haben wir hier drauf gegossen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal heim, bevor wir mit dem Floß rübergehen. Uns aufladen und unsere Tasche leer machen. Und ich habe mich verlaufen. Aha. Der Wald der Tapferkeit. Mhm. Aber der kostet nur 3000. Könnten wir uns eigentlich auch leisten. Und Ingewand hat gerade mit mir gesprochen. Verlaufen, du Unvorstellbar. So.
Was ist WTF? Was ist gerade passiert? Wenn du mir sagst, wie ich es herstellen kann. Oh, okay. Ich hoffe, alles ist gut bei dir. Was ist der Grund der Warnung? Und hi, Proto. Ich finde, dass du da bist. Ah, Brand. Ich würde sagen, Ursula kommt heute vielleicht sogar noch Level 8. Pflanzen. Einmal alles gedrückt halten. Oh, ich bräuchte wahrscheinlich gleich schon die ersten Karotten wieder, um zu essen. Na, Proteus, wie geht's dir? So. So, essen wir mal ein bisschen. Ein wildes Osterei und eine Eifrucht und ein paar Karotten. Und pflanzen weiter. Nein, meine Energie ist gleich schon wieder leer. Essen wir doch mehr. So. Ich habe vorhin irgendwie den übersehen. So. Perfekt. Wir haben die Quest fertig. Ja, aber ich habe das volle Gemüsefeld gesehen und dachte, Geld brauche ich bestimmt auch bald wieder. Außerdem kann ich Ursula so ein bisschen leveln. Irgendwie kommt dann immer was dazwischen, ne? Proteus, du hast jetzt nicht ernsthaft gegoogelt. Oh, wie süß bist du bitte. So. Okay, wann machen wir Rootbeer-Stream? Das ist aber wirklich eine hübsche Nacht. Hä, hier sind ja welche, die ich noch gar nicht... Ich auch nicht. So. Wir wollen ja schließlich nebenbei noch ein bisschen Geld verdienen, ne? So. Hä, wo sind jetzt meine ganzen Karotten? Komisch. Okay, wir verkaufen Karotten und kaufen. Dieser Ort hier ist Beweis dafür, dass jeder auf seine Art etwas Besonderes ist. Goofy! Na, wie geht's? So, verkaufen. Dieter. Kriegen wir 2200.
Und wir kaufen 50 Stück. So. 1500 Gewinn. Ein Kapibara einfach aus Freiheit oben geblieben ist. So, zack. Gut, dann gehen wir jetzt nach Hause, nachdem ich hier diese Stücke alle aufgesammelt habe. Jetzt Lager lernen und dann gehen wir mal Richtung Fluss. So. Ka-ching. Ka-ching. So, wenn ich jetzt gleich meine Pflanzen abgelegt habe, ist mein Inventar bestimmt gleich wieder leer. Puh. So. Okay, jetzt haben wir noch. Kann man irgendwas mit Oregano anfangen? Oregano und Ei? So. Shake. Gut. Dann nehmen wir einen Shake mit. Dann gehen wir mal Richtung Floß. Wir hoffen, dass ich nicht wieder überall irgendwas finde, wo ich noch schnell dies oder das abernten, farmen, whatever kann, muss, soll. Scherben. So. Katsching. So. da vorne ist das Fluss. Gut, da muss man nichts machen. Puh, begabt. Seht ihr in der nächsten Folge, wie es weitergeht.